Servus, grüß euch, ich bin's, die Zera Sabrina und ich bin die diesjährige Miss Herbstfest. Und jetzt gehen wir mal ein und dann erfahrt ihr ein bisschen mehr über mich. Bei mir als Eltern und natürlich als Vater bist du stolz darauf, dass Sabrina Miss Herbstfest geworden ist. Sie wollte es die letzten Jahre immer schon machen, hat sich irgendwie nicht so traut. Dieses Jahr ist auf einmal der Erkenner gesagt, okay, ich habe mich angemeldet. Kurz darauf war eh schon dann Finalisierung, sprich der letzten. Und ja, das Resultat wissen wir jetzt, sie ist geworden, also sie hat das durchgezogen. Unsere Freunde haben schon auch über den Mitkäufer und jeder hat gesagt, jeder hat Stimmzettel bringt. Stimmzettel gesammelt und ja. Das ist ja ganz klar. Meine Wissen wollten halt, dass Sabrina mich selbst festwert. Und es haben auch schon sehr viele Leute angeredet drauf und gratuliert halt und mei. Ich bin schon stolz, gell? Momentan ist es so, dass die Späßinnen und Freunde sagen, super, mit dir gehen wir aufs Herbstfest, deine Tochter ist mit Herbstfest, du kannst zahlen. Bei mir das erste Mal mit ihrer Wandenmeier, okay. Da haben sie kleine Dinge wie im Fräuleheimer, mit denen ich im Herbstfest bin, haben wir mit den kleinen Autos und mit Ding gefahren halt und Lose gekauft und so, alles war super. Mein, mit den Enkelkindern auf die Wiesen gehen, ist immer schön. Und jetzt haben wir ja halt noch gerade ein Geld gegeben, das schon größer gewesen sind. Ja, aber da wollte sie mit uns nicht mehr gehen. Dann. Bis jetzt ist alles ein Gaudi und macht Spaß. Wir sind jetzt an einem von meinen Lieblingsplätzen. Da bin ich total gern, wenn ich einfach mal runterkommen möchte, in Ruhe brauche, wenn man einen stressigen Tag gehabt hat oder so. Dann gehe ich da raus und kann einfach entspannen. Am meisten freue ich mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, auf die Kinder, weil ich kenne es von mir, wo ich in dem Alter war und die mich selbst zuerst gesehen habe. Das himmelt mir natürlich auch. Und jetzt selber in der Position zu sein, ist eine riesengroße Ehre. Und es ist natürlich umso schöner, wenn man sieht, dass die Kinder da eine Gaudi haben und das gut finden.